Zugunglück. Leise ruckelte der Zug durch die Landschaft. Innerhalb des Transportmittels wurde getuschelt, aus dem Fenster gestarrt, an dem der dichte Waldstumm vorbeizog, oder vor sich hingedöst. Chris merkte von all dem nicht viel, da er zur letzten Gruppe zählte. Überdies dröhnte Musik aus seinen Kopfhörern, was andere Geräusche ohnehin gänzlich ausblendete. Sein Schlaf sollte ein jähes Ende finden. Er befand sich auf dem Weg nach Hause. Eine halbe, maximal eine Dreiviertelstunde, war er noch von seiner Zielstation entfernt. Sein Biorhythmus würde ihn wie immer rechtzeitig wecken. Oder er hätte es, wenn da nicht etwas dazwischen gekommen wäre. Dieses Etwas stellte sich als größte vorstellbare Katastrophe heraus, zumindest, wenn man sich wie Chris nichts Böses ahnt.